Hallo, willkommen beim Detroit Spielerlebnis. Ich bin ein Android und betreue Sie. Bevor wir beginnen, machen wir ein paar Anpassungen zur Optimierung des Spiels. Dies sind die Spracheinstellungen Ihrer Konsole. Sind sie korrekt? Ja, wollen wir mal schauen, ob die korrekt sind. Ja, ich wünsche euch ein, ja, super Start in dieses neue Projekt Detroit Become Human. Ein faszinierendes Spiel, so wie man gelesen hat und wie man auch gehört hat. Ich habe mir noch nichts irgendwie anmerken lassen, deswegen wollte ich es einfach selber mal ausprobieren. Wir fangen direkt an. So, die Spracheinstellung. Audiosprache Deutsch, Textsprache Deutsch, Untertitel an. Untertitelgröße machen wir mal auf Mittel. Änderungen übernehmen? Ja. Passen Sie die Bildschirmeinstellungen an. Okay. Helligkeit minimal heller machen. Aber nur minimal. Danke. Wählen Sie nun Ihr Profil. So. Schwierigkeitsgrad wählen. Erfahren oder leicht? Ich möchte ein immersives Gameplay mit einer fortgeschrittenen Steuerung. Eine faire Herausforderung, in der Fehler zum Verlust eines Charakters führen können. Oder die leichte Variante. Ich möchte mich mit einer einfacheren Steuerung auf die Story konzentrieren. Eine leichtere Herausforderung mit weniger Chancen, einen Charakter zu verlieren. Ich würde sagen, ich beginne erstmal mit leicht, da ich nicht weiß, wie die Steuerung so an sich ist. Ich denke mal, im Laufe des Spiels werde ich so ein bisschen den Bogen rauskriegen, wie das Spiel so abläuft, um mich da so ein bisschen hineinzuversetzen. Es ist schon ziemlich lange her, dass ich, sage ich mal, Heavy Rain gespielt habe. Zu der Zeit habe ich auch, glaube ich, noch keine Let's Plays gemacht oder so. Beyond Two Souls wollte ich auch mal spielen. Heavy Rain habe ich aber auch noch. Jetzt als Remastered Edition, da werden auch noch Videos folgen, also seid drauf gespannt, Leute. Ich werde aber nicht verraten, wann es aktiv sein wird, weil ich mache alles jetzt nur noch spontan. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mit leicht an. Ja. Wird dieses Symbol angezeigt, schalten Sie Ihre Konsole nicht aus. Okay. Sie sind jetzt bereit, Detroit zu starten. Denken Sie daran, es ist nicht bloß eine Geschichte. Nicht. Dies ist unsere Zukunft. Okay. Muss ich schon sagen. Hübscher Android. 15. August 2038. Android. RK-800. Fährt im Aufzug und spielt mit seiner Münze wie ein Bekloppter. Wow. Nicht schlecht. Vermittler vor Ort. Wiederhole. Vermittler hin, jetzt. So, dann wollen wir mal. Schauen wir uns doch mal hier so ein bisschen um. Oh. Okay. Wir retten den Fisch. Ja, schau dir den Fisch mal an. So, und da schwimmt er davon. Oh, wir haben eine gute Tat begangen, das ist schon mal sehr schön. Retten Sie meine Kleine! Was?
Oh. Sie schicken einen Androiden? Okay, das können Sie doch nicht machen. Sie, warum schicken Sie keinen echten Menschen? Finde Captain Allen. Okay, dann wollen wir mal. Also Captain Allen scheint hier drinne zu sein. Okay. Bin gespannt, was er zu sagen hat. Nicht zu fassen. So. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Oh. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Ist sein Name bekannt? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den Scheiß-Androiden. Oder ich werde es tun. Oh Mann, wie unfreundlich, ey. Da will man helfen und dann kriegt man nur halt so einen Schlag ins Gesicht. So, was haben wir? Verstehe, was passiert ist. Rette die Geisel um jeden Preis. Okay. Scheint, als hätten wir hier eine Waffe gefunden. MS 853 Black Hawk. Munition. Rekonstruieren. So, dann wollen wir mal rekonstruieren. Also. Der Abweichler nahm die Waffe des Vaters. Okay. So viel schon mal dazu. Abweichler scheint wahrscheinlich dieser Android zu sein, den von denen die ganze Zeit sprechen. Versuchen zu verstehen, was passiert ist. Der Drecksack will sprechen. Schauen wir uns doch mal hier so ein bisschen um. Das war das Badezimmer. Scheint nicht sehr viel passiert zu sein. Von da sind wir gekommen. Oh. Yep. Scheint, dass das der Vater ist. Linke Niere perforiert. Tödliches Abdominaltrauma. Lungenblutung. Philips John. Lungenblutung. Rekonstruieren. Dann schauen wir mal. Okay, er hatte was in der Hand. So, er wurde angeschossen. Ist auf den Tisch geflogen. Aha. Und hat da hinten was fallen lassen. Scheint irgendwie so ein iPad zu sein, oder? Ja. Oh. Ach du Scheiße. Er sollte ersetzt werden. Deswegen ist er jetzt hier halt so ausgerastet. Wow. Da wurde einer erwischt. So, was haben wir hier noch? Schauen wir uns mal um. Oh ne.
Oh, frisches blaues Blut. Modell PL600. Seriennummer. Abweichlermodell. Okay. Scheint der Android zu sein und er ist auf jeden Fall verletzt. Analysieren. Was haben wir denn da? P.O. Deckard Anthony. Okay. Rechte Herzkammer perforiert. Nur ein Schuss. So, schauen wir mal. Muss hier irgendwie was. Okay, Geiselsaal, die Schießerei. So. Polizist verletzte den Abweichler. Er wird getroffen. Und hat gleichzeitig seine Waffe verloren. So. Schauen wir uns doch mal um. Was haben wir denn da? So. Eine Pistole. Zurückleben oder nehmen? Nehmen die erstmal mit. Man weiß ja nie. Also ich glaube, das ist immer so bedingt. Was glotzt du denn so? Wie, was glotzt du denn so? Ach, man kann hier noch was ausschalten. Ja gut, dann schalten wir das mal aus. Familie wollte zu Abend essen. Okay. Haben wir hier irgendwie noch ein Zimmer oder irgendwie sowas in der Art? Schauen wir uns doch einfach nochmal um hier. Aha. Das Kinderzimmer des Mädchens. Der hat wahrscheinlich Musik gehört. Jupp. Kind hörte keine Schüsse. Na toll. Aber so. Oh. Abweichlername Daniel. Okay. Scheint auszurasten. Okay, ja, ja, ich beeil mich ja schon hier. So, was haben wir denn da? Einen Schuh. Okay, Spuren menschliches Blutes. Geisel könnte verletzt sein. Wahrscheinlich Schlürfwunden oder irgendwas. Da vorne sind sie. Ja, die Kurz ist verletzt. So, dann wollen wir mal. Wow! Bleib weg! Kein Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht! Ach du Scheiße. Los, los, los! Hi, Daniel! Wow. Mein Name ist Connor! Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich! Ich möchte dich hier rausholen. Okay, okay. Ich weiß, du bist wütend, Daniel. Aber du musst mir vertrauen und dir helfen lassen. Ich will keine Hilfe. Niemand kann mir helfen. Es soll einfach alles aufhören. Ich will nur, dass alles aufhört. Bist du bewaffnet? Wahrheit oder Lüge? Wir nehmen die Wahrheit. Ja, ich habe eine Waffe. Fallen lassen! Ganz langsam oder ich schieße! Okay. So, jetzt nicht mehr. Okay.
Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug. Das man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein! Realistisch beschuldigen, einfühlsam. Hör zu! Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie, weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Ja, das soll erstmal weg. Die Situation ist unter Kontrolle. Da, du kriegst dein Bild. Letzte Chance, Vertrauen, rational. Vertrauen. Du musst mir vertrauen, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Ich will das alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Selbstopfern, Ablehnen, Kompromiss. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche, dir passiert nichts. Ich will nicht sterben. Beschwichtigen, Wahrheit. Beschwichtigen. Du wirst auch nicht sterben. Wir werden nur reden. Hier wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Okay. Ich vertraue dir. Yo. Wie mies. Kann er doch nicht machen, ey. Du hast gelogen, Connor. Du hast gelogen. Ja, geil. Mission erfolgreich. Wir haben unsere Arbeit erledigt. Tja. Der Captain schaut jetzt komisch, weil das ist auch anders geht. Aber trotz allem, wir hätten vielleicht noch anders reagieren können. So, was haben wir da? Dies ist das Ablaufdiagramm der Szene. Hier kannst du dir bisher eingeschlagene Wege, die noch nicht zu erkundenden Wege und die freigeschalteten Möglichkeiten ansehen. Bei jedem Knotenpunkt, erhältst du Punkte, die du in den Extras ausgeben kannst, okay? Das heißt, man bekommt irgendwie quasi Punkte, um eventuell nochmal die Szene nachzuspielen oder einen anderen Weg einzuschlagen. Das Spiel ist so konzipiert, dass einige Knotenpunkte und Enden nicht zur Vervollständigung des Ablaufdiagramms hinzugezählt werden. Ah, okay. Ja, wie ich schon gesagt habe. So kann man hier anhand des Ablaufdiagramms sehen, welchen Weg wir eingeschlagen haben. Fisch retten, Fisch nicht retten. So, Waffe des Polizisten. Hätten wir nehmen können, hätten wir auch nicht nehmen können. Wir haben sie quasi im Endeffekt sowieso weggeschmissen, weil er ja selber gefragt hat, ob wir eine Waffe haben. Deswegen wollten wir eigentlich schon den richtigen Weg einschlagen. Und deswegen, ja, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir unseren Job eigentlich ganz gut gemacht haben. Aber im Endeffekt, haben die Scharfschützen den Abweichler erschossen und die Mission war dadurch halt erfolgreich und wir haben unseren Job getan. Von daher,
Ja, gucken wir doch einfach mal weiter. 5. November 2038. Cyberlife. Modell AX400. Reboot. Okay. Scheint mal ein intakter Android gewesen zu sein. Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kocht 10.000 Gerichte. Komm schon, Zoe, gehen wir. Sprachen und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow! Liebling, der sieht toll aus. Genau so einen brauchen wir. Wie viel soll der nochmal kosten? Im Moment gibt es die gesamte Produktionslinie im Angebot. Für nur $7.999 mit einem zinslosen Kredit auf 2 Jahre. Und sie haben 2 Jahre Garantie auf das Modell. Okay. Reparieren. Nachts schaltet er in den Überwachungsmodus und alarmiert den Notruf, wenn er einen Einbruch oder Rauch erkennt. Verzeihung, was kostet der da drüben? Der MP800 ist etwas teurer, hat aber auch viel mehr Funktionen. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Das trägt auch mehr Funktionen. Ich mag den Kerl nicht. Da ist er. Das war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Er war echt richtig kaputt. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Ah, verstehe. Wie auch immer, er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. AX400. Registriere deinen Namen. Kara. Mein Name ist Kara. Oh. Okay. Ich glaube, das war mehr so der Vorspann von allem. So, um einen kleinen Einblick zu bekommen in das ganze Desaster, beziehungsweise in die ganzen Episoden und Spielvarianten. Aber ich würde sagen, genießt erstmal das Intro und wir sehen uns dann danach. Jo, ich hoffe, das Intro bzw. der Vorspann hat euch gefallen. Wir sind hier mitten im nächsten Geschehen. Ja, AX400. Ist genau der gleiche Android, den wir auch gerade hatten. Ja, liebe Leute. Ich würde sagen, dass wir diesen Part jetzt hier mal canceln. Und machen mit diesem Androiden hier im nächsten Part weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Unterstützt dieses Projekt, dann wird es auch weiterhin Videos davon geben. Und ich freue mich, mit euch das nächste Mal bei Detroit Become Human wieder einzuschalten, einzutauchen in die Welt von Menschen und Androiden. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
Haut rein, liebe Leute. Und tschüss.